Alltagssituationen, die jeder kennt. Ob per Pkw, mit dem Motorrad oder zu Fuß. Sie sehen in diesem Video, wie es Ihnen oder Ihrem Fahrzeug im Falle eines Falles ergehen könnte. Alle Crashtest-Aufnahmen wurden uns von der DEKRA zur Verfügung gestellt. Wir werden immer wieder gefragt, warum werden Crashtests durchgeführt? Als Unfallforscher sind wir bei der Aufklärung von Verkehrsunfällen hilfreich und es gibt verschiedene Unfallkonstellationen mit Pkw, Lkw, Fahrrädern. Diese Unfallkonstellationen müssen nachgestellt werden, um bei der Unfallaufklärung helfen zu können. Denn allgemeines Wissen reicht hier in der Regel nicht aus. Zum Zweiten werden Crashtests für die Fahrzeugsicherheitsforschung durchgeführt, zum Beispiel im Auftrag des Gesetzgebers oder im Auftrag der Fahrzeugindustrie, weil die Crashversuche zur Aufklärung der passiven Sicherheit von Fahrzeugen mithelfen. Hier sehen Sie das große Crashzentrum der DEKRA im schleswig-holsteinischen Neumünster. Crashversuche haben eine lange Tradition. Die DEKRA Unfallforschung führt seit mehr als 20 Jahren solche Crashversuche durch, um Unfälle nachzustellen. Aber auch bei den Automobilfirmen im Sinne der Fahrzeugsicherheit werden schon seit vielen Jahren zahlreiche Tests durchgeführt. Der Fiesta Airbag Crash wird vorbereitet. Die Messtechnik wird im Kofferraum installiert. Wenn die Dummies im Fahrzeug sitzen, werden die Messpunkte angebracht und die Kabel angeschlossen. Das grelle Make-up dient zur Analyse von Kopfverletzungen. Hochgeschwindigkeitskameras werden auch über der Anlage installiert. Unter dem Kran befindet sich der Crashblock und die Maschinenhalle. Der Motor wird von einem PC mit einer eigens dafür entwickelten Software gesteuert. Der 900 PS starke Motor schleppt mit Hilfe eines Trolleys die Fahrzeuge. Die Kriterien, nach denen sich die Crashgeschwindigkeit ausrichtet, ist orientiert am Unfallgeschehen und andererseits an den Erfordernissen für die Auftraggeber. Unfallgeschehen ist ja die Basis für die ganzen Sicherheitsuntersuchungen. Es wird in allgemeiner Form untersucht, mit welchen Geschwindigkeiten prallen die Fahrzeuge aufeinander und dementsprechend beginnt man mit solchen Geschwindigkeiten, mit denen am häufigsten Unfälle geschehen sind. Es wird dann im Lauf der Forschung auch
eine andere Geschwindigkeitswahl getroffen, je nach Erfordernissen des Unfalls und des Auftraggebers. Damit meine ich, wenn ein bestimmter Unfall nachgestellt werden soll, um Unfallaufklärung für das Gericht beispielsweise zu treiben, dann wird versucht, die Unfallkonstellation genau so nachzustellen, wie sie im Unfall tatsächlich war. Und daraus resultiert dann die Crashstellung und die Geschwindigkeit, die für den Crash gewählt wird. Auf dem Gebiet der passiven Sicherheit gibt es zahlreiche Vorschriften. Es gibt allerdings bisher nur einen Crashtest, der in Europa vorgeschrieben ist. Dies ist natürlich zu wenig und deshalb ist bereits eine Planung im Gang, die für 1995 und die folgenden Jahre die stufenweise Einführung von Crashtests vorsieht. Da ist zum einen ein Frontalaufprall,
gegen eine schräge Barriere, eine 30-Grad-Barriere vorgesehen. In einer zweiten Phase soll ein sogenannter Offset-Crash, also ein PKW wird mit einem Teil, zum Beispiel 40% seiner Frontfläche, gegen eine verformbare Barriere gecrasht. Und in einer dritten Phase soll ein Seitencrash eingeführt werden, weil der seitliche Schutz von PKW-Fahrern ebenfalls verbessert werden soll. Die Bezahlung der Crashtests hängt in der Regel davon ab, wer sie in Auftrag gegeben hat. Die Eigenforschung als Grundlagenforschung für die Gerichtsgutachter bei DEKRA werden von DEKRA selbst bezahlt. Aufträge durch Firmen oder Forschungsinstitutionen werden vom Auftraggeber bezahlt.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Crashtests dienen Ihrer Sicherheit. Das VKT-Team wünscht Ihnen weiterhin eine gute, sichere Fahrt.